wenn es Herbst wird, fallen die Blätter, aber auch im Whisky-Bereich tut sich etwas. Ja, im Herbst kommt immer ein besonderer Single Malt raus, und zwar von McMirra aus der schwedischen Brennerei, mit ihrer Season-Abfüllung, diesmal der Sternrück. Ich bin gespannt, der letzte hat mir sehr gut gefallen, und ja, schauen wir mal rein. Herzlich willkommen bei Whisky Violence. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich sehr. Ja, heute mal wieder in Schweden gelandet bei McMirra. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon das dritte Mal, dass ich jetzt was vorstelle von denen. Haben halt immer sehr, sehr interessante Abfüllungen. Gerade diese Season-Abfüllung halt eben finde ich immer sehr spannend. Jetzt ist Herbst, wie gesagt, und dazu passend kommt der Sternrück raus. Da haben sie mir das Sample zugeschickt. Finde ich immer sehr nett von den Jungs, dass sie uns da als YouTuber bzw. oder Blogger halt eben versorgen halt eben auch. Und es hat gerade gepasst, deswegen dachte ich mir, ich stelle dir mal vor, obwohl ich meistens mal eigentlich lieber natürlich große Flaschen optisch mal schöner vorstelle. Aber wie gesagt, ganz frisch auf dem Markt, von daher dachte ich mir, komm, nutze die Gelegenheit, nimm den mit ins Video. Und ja, ganz cool gewesen. Ich habe auch schon die letzten beiden, wie gesagt, probiert. Zumindest gab es auch schon davor einige mehr. Der letzte war, glaube ich, der Björksaft. Oder Björksaf, aus, genau, was war das denn? Aus Birken, Holzfässern. Und davor war der Jaglyker, der war auch sehr geil mit bestimmten Bärensorte halt eben. Und dieses Mal habe ich sowas Ähnliches wieder, sage ich mal hier. Aber dazu, ich kriege auch mal so einen Zettel von McMirra geschickt, soll es diesmal rauchig werden. Klar, warum nicht, ne? Passt ja auch zu der kalten Jahreszeit. Ich habe jetzt hier die Fässer, ich lese es mal kurz vor. Oloroso, was ich natürlich immer sehr schön finde, bin ich ein Fan von. Klassisch Ex-Birme und amerikanische Eiche zusammengemischt halt eben. Ex-Birme ist jetzt die Frage, wo kommt es dann her? Eben die europäische Eiche wahrscheinlich. Schreiben Sie nichts zu. Und aber halt eben noch schwedische Eiche. Ist ja dem in dem Sinne auch europäische Eiche. Mit Molkbeerenwein gesättigt. Klingt cool. Dazu sagen sie noch mal, 57% des Whiskys bestehen aus rauchigem Röck. Deswegen, ne, Bier, Sternröck. Und um extra rauchige zu tun, extra Röck. A Smoke Tail. Okay. Bin gespannt. 46,1%. Wie eigentlich die, glaube ich, immer sind halt eben. Zumindest auch eben hier aus dieser ja, Seasons-Abfüllung halt eben, die zweimal im Jahr rauskommt. Bin gespannt. Einen rauchigen Mirror hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Es ist immer so, also wie gesagt, der Jaglyka, der hat mir super gefallen. Der Björksaft war mir ein bisschen zu speziell. Den fand ich schon ganz schön crazy, obwohl es irgendwie cool war. Aber ja, das war schon ein bisschen too much, fand ich. Und an den ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann, war der Äppelblumen. Ob das eine Season-Abfüllung war, ich glaube auch. Der hat mir auch damals richtig gut gefallen. Deswegen bin ich gespannt. Ich glaube, den 10er kenne ich noch. Den fand ich damals nicht so. Also der Standard 10er halt eben praktisch. Der war nicht so wirklich was für mich. Ich bin gespannt. Deswegen, also, wenn es kein Scotch ist, man muss sich mal ein bisschen drauf einlassen. Aber gerade wirkt mit Mirror, die auch, wie gesagt, hier, ich habe jetzt den Preis gar nicht im Kopf. Ich glaube, der liegt so bei zwischen 60 und 70 € ungefähr. Ich glaube eher 60 sogar. Ich hätte ihn, wie gesagt, bis jetzt noch gar nicht gefunden online. Deswegen gucke ich mal. Gefärbt, kann in kühlgefiltert. Schreiben Sie auch nichts dazu. Ich gehe davon aus, nein, weil ja, Kühlfilterung würde ich bei 46% nicht vermuten. Fällt ja, schöner Goldton, würde ich sagen, hier aus. Und Kühlfilterung, wie gesagt, habe ich jetzt keine Vorkenntnisse. Ich dachte mir, ich stelle ihn einfach mal so vor, wie ich ihn gerade bekommen habe, halt eben auch. Ja, und dann schauen wir mal rein, ne? Boah, krass. Also es ist immer wieder spannend, sag ich mal, was man so im Glas hat, weil man überhaupt keine Vorstellung eigentlich vorher hat, wie sowas schmecken könnte halt eben. Man ist natürlich Scotch versaut, so kann man es auch ausdrücken.
Aber hier, wie gesagt, halt eben, es ist immer spannend, weil man halt nicht weiß, was diese Bärenfässer halt eben, was war das jetzt, Molte Beeren, ja, da so ausmachen halt eben. Also die erste Assoziation geht gleich so in Richtung süßer Traubenzucker mit so einer leichten Birne vermischt halt eben das Ganze hier. Experimentell, so würde ich es erstmal beschreiben wieder. Ich habe ihn auch, wie gesagt, schon mal eingeschenkt, vor so 15 Minuten ungefähr oder 20 vielleicht sogar. Weil ich mir dachte, er braucht bestimmt ein bisschen Luft. Ist oft nicht schlecht bei solchen speziellen Geschichten. Also der erinnert mich schon stark an diesen Björk-Saft, weil auch diese, wie gesagt, diese bestimmten Noten halt eben, sag ich mal, also wie gesagt, hier für mich ist es so ein bisschen Traubenzucker, eher so fruchtig. Sehr, sehr stark sogar halt eben. Ein leichter Anklang von vielleicht so ein bisschen Nüssen kommt noch dahinter, aber ja, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen diese schwedische Eiche, die da so ein bisschen mit dazu spielt. So ein bisschen so, so ein bisschen mineralisch auch das Ganze vielleicht sogar. Rauch habe ich hier, aber nur so im entferntesten, also würde man jetzt, sag ich mal, hätte ich es nicht gelesen, würde ich nicht drauf kommen. Aber eigentlich finde ich ihn nicht. Also, vielleicht eben, also kurz, weil ich dann gedacht habe, aber. Boah, minimal, aber. 57% sind ja eigentlich nicht wenig. Ist halt die Frage, ne? Wie die Zusammensetzung. Dazu schreiben sie natürlich nichts, von was jetzt wie viel halt eben, ne? Spannend ist es schon. Aber er ist jetzt. Also, er wirkt sehr frisch und sehr lebendig, finde ich. Wäre für mich eigentlich, also von der Nase her, erstmal eine Sache, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt mehr in diesen Frühlingsbereich reinpacken. Also er ist jetzt nicht, glaube ich, ist nicht gesetzt, was ja für ihr Alter spricht, daher oder halt eben schwer oder dergleichen, was für mich halt eben Attribute sind für den Herbst. Ja. Aber diese Traubenzuckersüße, die bleibt so, das ist so ein bisschen, fast ein bisschen prickelnd. Wie gesagt, Birne finde ich hier so ein bisschen, also sehr exotisch geht es fast rein in den Bereich. Er sagt, so ein bisschen Trauben kommen dazu für mich aus. Ganz hinten noch ein bisschen Nuss. Traube wird jetzt ein bisschen stärker. Aber rote Beeren, also Beerenweine, sagt man ja dazu halt eben. Ich schätze mal auch, es war wahrscheinlich eine hellere Beerenweinsorte. So kann man es ja ausdrücken, ich kann es jetzt nicht sagen. Wollte Beeren. Habe ich auch nicht gehabt. Okay, also er wirkt schon sehr gehaltvoll. Jetzt mit der Zeit so ein bisschen halt eben. Am Anfang sehr, sehr frisch, sehr lebendig. Aber jetzt von der Nase her würde ich sagen, ist jetzt für mich jetzt keine Abfüllung, die ich jetzt in den Herbst reinstecken würde. Ne? Und wenn man das halt so ein bisschen verbindet, beziehungsweise damit wirbt, dass man sagt halt eben, okay, dafür für den Herbst haben wir uns den ausgesucht, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt. Aber er wird mit der Zeit, ach, die Frische lässt so ein bisschen nach. Deswegen rieche ich gerade halt eben dran und eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Jetzt entfaltet er sich so ein bisschen. Jetzt kommt auch der Rauchton etwas mehr durch, also die Anklänge zumindest ist halt davon halt eben. Rauche ist er jetzt bei weitem nicht, finde ich. Cool. Also doch, er wandelt sich schon sehr stark. Schön. Ja, cool. Wahnsinn, was so ein bisschen das ausmacht hat eben. Am Anfang war das so, deswegen habe ich extra schon, ups, extra schon ein bisschen mehr eingeschenkt hat eben, ein bisschen länger vorher. Geiler. Ja, jetzt wird es wirklich ohne Sinn probieren. Tschö. Slanche. Skull. Hätte ich nicht gedacht, dass der sich so verändert. Heftig. Also eine richtig geile Vanille, Traubenpackung,
rosinig, schokoladig, dunkle Schokolade. Zum Schluss wird er jetzt etwas herb, hält aber noch die Balance, sag ich mal. Süße bleibt nicht. Viel Holz zum Schluss. Die Beeren finde ich so generell. Rote Früchte, richtige Beeren im Geschmack. Super lecker. Und auch hier merke ich wirklich mal den Rauch endlich. Cool. Der Rauch verbleibt so ein bisschen halt eben. Viel Holz zum Schluss halt eben. Ordentlich Eiche. Deswegen kommt auch, wie gesagt, halt eben diese Bitterkeit ein bisschen mehr durch. Aber Wahnsinn, im Gegensatz zu der ersten Nase, wie er sich jetzt doch verändert hat. Und auch im Geschmackspapier hat er sich komplett gelegt. Cool. Also, jetzt verstehe ich's. Okay, doch, ja. Ich revidiere meine ersten Aussagen, wo ich sage, das passt nicht in den Herbst rein. Super. Nee, klar. Kann man auf jeden Fall für den Herbst auch nehmen. Also, wie gesagt, diese Eiche kommt doch auch jetzt im Geschmack sehr stark durch, halt eben. Ein bisschen mehr Leder hat eben noch dazu, vielleicht auch. Und auch die Rosinen kommen so ein bisschen raus mehr. Ein bisschen Traube. Rote Beeren habe ich aber in der Nase überhaupt nicht. Das finde ich so ein bisschen verrückt eigentlich. Im Geschmack kommt das super schön durch. Aber erst diese Frische und diese Jugend, so dieses Lebendige, das ist komplett weg am Anfang, was ich am Anfang hatte. Er hat sich richtig schön gesetzt. Ja, super schön. Muss mal probieren. Rauch und Beeren dominieren. So ein bisschen dieses Vanille. Aroma kommt ein bisschen mehr durch. Zum Schluss eine schöne Rauchigkeit. Keine Eierrauch, natürlich nicht. Also, PPM-Gehalt könnte ich überhaupt nicht einschätzen. Weil es schwierig in der Nase kommt es nicht durch. Im Geschmack dafür umso mehr. Und starke Eichentöne im Abgang. Um es mal einzuordnen für euch. Also der Jacklikör, der war wirklich super. Der war richtig schön beerig und sehr, sehr fruchtig und schwer. Hat perfekt in den Herbst reingepasst. Der Björksaft war super fruchtig halt eben. Sehr, sehr lebendig. Was auch sehr gut für den Frühling passt. Aber er war mir fast, er war mir too much, ne? Von der ganzen Art her. Das ist so schwierig, so ein bisschen einzuordnen. Also wenn man auf Rauch steht, ist ihm vielleicht der, ist praktisch einem vielleicht der Rauch einfach zu wenig im Geruch. Dafür im Geschmack kommt es ein bisschen durch. Ja, und die Beerigkeit eben, also braucht ganz schön lange, um in Fahrt zu kommen. Per se keine schlechte Abfüllung. Ich würde mir allerdings jetzt keine Flasche davon kaufen wollen. Aber zum Probieren super spannend, das muss ich dazu sagen. Das soll es gewesen sein, mein Fazit. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.